Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us 2. Es geht genau weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Am Ende einer Rückblende. Ich denke, es ist das Ende der Rückblende. Ja, wir sind wieder in der Gegenwart. Die bewusstlose Abby wird verschleppt. Sie sind voller Sünde. Befreie sie, damit sie auch meine. Wie andere Abtrünnige. Stutz ihr die Flügel. Die Dämonen kommen. Schneid sie ab. Sie gehört zu ihnen. Lev. Seid auf der Hut. Die Dämonen kommen. Na. Ah.
Na los, wir müssen weg. Wo wollt ihr hin? Raus aus dem Wald. Los, Beeilung. Los. Die Kiste ist da. Welche Kiste? Welche Kiste ist wo? Was? Ich schätze, ich hätte bei ihr bleiben sollen mit dem Feuer oder so. Anscheinend. Los! Die Kiste ist da! Na, nimm doch die Flasche, die da liegt. Spinnst du jetzt? Da lag sie doch gerade noch. Moment, ich hab die Flasche. Okay, keine Ahnung. Das war der Letzte. Alles okay? Ja. Wir müssen weiter, bevor noch mehr kommen. Ich glaube, das war gerade die Spezialfähigkeit, die ich geskillt habe. Wenn ich einen quasi finische, kann ich gleich drauf den anderen auch finishen, der in der Nähe ist. Wisst ihr wirklich, wo es lang geht? Es muss cool. Diese Richtung sein. Oh Gott, hat der mich erschrocken. Ich glaube, jetzt bin ich wieder tot. Ah, ich muss wirklich bei dem bleiben. Aber der kam jetzt aus ihr raus. Aus dem Mädchen mit der Fackel. Bescheuert. Ja, ich bleibe im Licht, ich verstehe schon. Hier sieht doch alles gleich aus. Wisst ihr wirklich, wo es lang geht? Es muss diese Richtung sein. Verdammt, was mache ich hier? Direkt nach vorn! Wir sind frisch. Na, hier sieht's gemütlich aus. Glaubst du wirklich, wir würden dann diesen nehmen? Schön live Ericsson-Tag. Freedom, 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 Hoi. Die ohrlose Frau. Du. Ist das da etwa mein Rucksack? Ach, das war zu früh ausgewichen. Die ist so lahmarschig. Okay. Nein, oh Gott! Jetzt auf einmal ist die Turbo schnell. Was denn jetzt? Au. In Ordnung? Ja.
Hätte Lev seinen Bogen nicht irgendwie schon vor einer halben Stunde nehmen können, als ich noch mit der dicken Frau da gekämpft habe? Und vielleicht helfen? Ich meine, hätte er nur einen Pfeil in die Wade gepiekst, hätte mir das schon ziemlich geholfen. Ich meine ja nur, Lev, vielleicht fürs nächste Mal, ne, könntest du drüber nachdenken. Trottel. Okay. Ich wäre soweit, Kinder. Los geht's. Na los. Was macht der Arm? Ich habe es unter Kontrolle. Okay. Nehmt alles mit, was ihr seht. Ich fasse das nicht an. Das ist von früher. Soll das sein? Ihr braucht Vorräte. Wir sind noch nicht aus dem Schneider. Saublöde Redewendung. Eine was? Ich würde sagen, mehr Schaden für die Schrotflinte wird's heute. Ja, mehr Schaden ist immer gut. Mehr Schaden heißt weniger Munitionsverschleiß. Klick und schon ist die Waffe, zack, und schon ist die Waffe doppelt so stark wie vorher. Ach so, noch ein bisschen. So. Jetzt aber. Na dann. Echt seltsam, dass Gas jetzt aufs Gas losgehen. Seraphiten. Was habt ihr bloß gemacht? Ich hab mir den Kopf geschaut. Okay, dann sag's nicht. Das ist mir egal. Ich komm gleich, Kindies. Ich muss hier noch kurz ein bisschen gucken. So einen alten Zettel lesen zum Beispiel. Eddie, ich bete zu Gott, dass es dir gut geht. Der Waffenstillstand ist gescheitert. Wir haben den Befehl zur Neueinteilung wieder nach Hause zu kommen. Ich habe zwei Suchtrupps nach dir ausgeschickt, vergeblich. Bitte finde diese Nachricht und komm zu uns. Verdammtes Gas, gezeichnet Matt. Matt Mattington von Mettenstein. Was wollte ich immer schon? Bring your own bullets. Finde ich gut. Wie haben die das denn übersetzt? Kann man nicht übersetzen. Do it yourself. Gewehrkugeln ganz leicht selber machen. Improvisierte Munition. Ja, das ist ziemlich schlecht übersetzt. Aber ja. Bring your own bullets. Das ist deswegen witzig, weil im englischen Sprachraum auf Partys gibt es quasi die Redewendung bring your own booze. Also, wenn man eine Party veranstaltet und man sagt buy up oder schreibt in die Einladung buy up, B-Y-O-B, dann heißt das so viel wie nehmt euren eigenen Schnaps mit. Wir stellen den nicht zur Verfügung. Nehmt eure eigenen Getränke mit. Und da gibt es ja auch von System of a Down das berühmte Lied Bring Your Own Bombs, das sehr kriegskritisch ist. Und hier jetzt eben auf dem Waffenmagazin Bring Your Own Bullets. Lustig. Bring deine eigene Munition quasi. So, was haben wir denn da für ein neues Buch? Yes! Ui, das gefällt mir. Brandpatronen für die Schrotflinte! Eiderdaus, das hätte ich gerne. Mehr Jagd. Oh Gott, der ist ja voll gut. Jagdgewehrkugeln anfertigen. Bewegungsgeschwindigkeit während des Zielens nehmen wir von mir aus auch. Okay, ziemlich viel Schrotflinte und Jagdpistole. Das ist meins. Das ist mein Lieblingsmagazin jetzt schon. Kinder, wie habt ihr so lange hier in dieser Welt überlebt, wenn ihr nicht alle Regale und alles plündert, was es zu plündern gibt? Wie? Kann mir das einer erklären? Die zwei, ey. Wir haben ja keine Ahnung. Wo seid ihr? Hm.
verstecken können sie sich gut. Das muss man ihnen lassen. Mensch, ist es hier dunkel, wenn man die Lampe ausmacht. Und Mensch, findet man hier viel Gerümpel, Popümpel. Das ist ziemlich gut. Da muss ich jetzt fast alle Regale ablaufen hier leider. Tut mir leid. Ich weiß, ihr wartet schon am Eingang auf mich, aber hilft nichts. Guckt euch das mal an, was hier alles rumliegt. Kann ich mich noch verarzten? Bin ich fit? Oh ja, kann man schon. Kann man. Bisschen Bandage drauf, geht das. Ja. Yeah. Ah, wir sind im Loot-Paradies, Leute. Loot-Topia. Das ungeplünderte Land. Wir haben es gefunden. Alle sagten, es wäre nur eine Legende. Aber ich habe immer dran geglaubt. Looty McLootington hat all die Jahre die Wahrheit gesagt und alle haben ihn für verrückt gehalten. So, aber jetzt gibt es das nicht mehr. Ich habe es gerade gelootet. Jetzt ist es wirklich nur noch eine Legende, das ungelootete Land. Jetzt fehlt nur noch das Land, in dem der Loot auf den Bäumen wächst. Der Loot-Himmel. Loot-Halla. Erstmal ein bisschen duschen. Sira geht gar nicht drauf. Schade, das hätte ich schön gefunden, wenn sie dann irgendwie wirklich irgendwie drauf reagiert. Sich die Hand über den Kopf hält oder vielleicht sogar so Wasser so nach hinten abstreift. Fast an der Küste. Nur noch ein kleines Stück. Wollen wir an die Küste? Ich meine, im Grunde wollen wir ins Aquarium. Timon, bleibt hinter mir. Ärgerlich, wenn man erschossen wird, ne? So wirken die immer. Die liegen dann am Boden, nachdem sie erschossen wurden, und machen so... Das war so gemein. Ich kann was herstellen. Bomben. Her damit. Katsching. Okay. Das ist nur ein optionaler Weg, oder? Ja, genau. Mich nervt das ein bisschen, dass man immer die letzte Waffe, die man herstellt oder irgendwie aufhebt, ausgerüstet hat. Das mag ich nicht. Das ist natürlich von der Darstellung her schön, weil die hebt es auf, zum Beispiel den Ziegelstein, und hält ihn in der Hand. Aber vom Gameplay her nervt es mich einfach nur. Hey, hier ist wirklich viel Plünder. Das ist echt irgendwie voll cool hier. Ob ich darüber springen kann? Aber sowas von. Zur Belohnung kriege ich eine Stange. Ich meine, der Hammer hat noch 3 Anwendungen und der ist riesig und voll cool. Ich glaube, ich behalte ihn noch ein bisschen. Ich meine, guckt euch das an. Das ist schon cool, oder? Bisschen langsam, aber dafür ist er jetzt halt leider schon kaputt. Das ist schade. Was jetzt? Ich glaube, wir müssen hier. Du glaubst das? Du musst da nicht mitkommen. Willst du, dass ich euch beide hier allein lasse? Lasst uns einfach verschwinden. Ich meine, recht hat er. Aber das ist ein sehr lineares Spiel, das heißt, es gibt nur einen Weg. Also auch wenn wir nicht gemeinsam reisen, werden wir zufällig den gleichen Weg gehen. Insofern können wir auch gleich gemeinsam gehen.
Aber das wissen ja unsere Protagonisten natürlich nicht, dass sie in dem Spiel sind. Sonst wären sie Deadpool. Naja, ein sehr schöner Lootraum, den wir hier haben. Aber jetzt, glaube ich, heißt es Abschied nehmen. Ich bringe euch durch, ihr öffnet das Tor, ja? Machen wir. Na los. Du bist dran. Vorsicht mit dem Arm. Warum muss sie mit dem kaputten Arm überhaupt klettern? Kann sie nicht irgendwie auch warten, bis die Tür offen ist? Ich meine, irgendwie, oder? Keine Ahnung. Woher weiß denn der, dass ich da bin? Ich wollte mich anschleichen, aber das geht hier wohl nicht. Oh, ich höre Klicker, das gefällt mir gar nicht. Das ist beunruhigend. Das ist beunruhigend. Klicker sind beunruhigend. Vorsichtig! Verdammt, ich hätte wirklich gedacht, der Klicker ist tot jetzt. Ach, komm schon. Nein, nein, jetzt kommt auch noch. Das schaffe ich nicht mehr. Den schaffe ich nicht mehr, Leute. Wirklich nicht. Spinn die jetzt gerade ein bisschen, oder wie? Was ist denn jetzt los mit dem Spiel hier? Was für ein Arena-Kampf. Ich wollte die Folge eigentlich beenden und jetzt sowas. Ich bin eigentlich schon die ganze Zeit am Ausknopf drücken. Na gut, Leute, dann machen wir jetzt hier Schluss. Und beim nächsten Mal machen wir genau hier weiter. In der Hölle. Macht's gut, bis dann. Ciao.